Alles klar, Mann, da sind wir wieder zurück. Und mit wir meine ich mich. Und es geht wieder in ein neues Level. So. Wieder in die Ruinen. Und. Ach, unser Charakter sieht irgendwie ein bisschen blöd. Oh. Alter, was sind das denn? Stein-Meat-Boys. Oh Gott. Zumindest sehen die voll danach. Sehen die voll danach aus. Yeah. Und da haben wir. Erstmal, oh fuck, oh Gott, mir geht das Leben aus. Schon besser, schon doppelt besser. Und wieder weg. Ach ja, jetzt haben wir wieder richtig wenige KP, ne? Genau, so war das. Mal sehen, ob ich mich gut an diese neue Situation gewöhnen kann. Wenn nicht, dann muss ich mich wohl... Oh Gott, fehlt mir jetzt die Plattform? Oh yeah. Wo wir schon gerade von KP reden, ne? Ah, fuck. Okay, das Problem ist, ich lande immer genau drauf, sobald die respawnen. Und irgendwie stehe ich mir da richtig selbst im Weg. Ach Mann, ich will doch nicht. Ich komme mal auf den Knopf aus Versehen. Und jetzt jump ich hier drauf. Meat Boy. Boah, die sehen echt aus wie Meat Boys. Ohne Arme dann natürlich. So, oh Gott, jetzt können die mir böse im Weg rumstehen. Ja, und das tun sie auch. Ach komm, dann schlage ich die jetzt erstmal einfach zusammen. Ja. Schöne, unschöne, nervende Viecher. Und jetzt hole ich mir meinen Krempel. Oh nein, du stehst mir nicht auch noch im Weg. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Oh, natürlich. Genau im Loch muss ich landen. Das ist so schlecht. Na, dahin geht's weiter. Deswegen will ich lieber zurück. Oder hier rauf. Mehr MP. Auf den bin ich ja auch vorbereitet. Und auf den hier sowieso. Mehr Erfahrungspunkte. Hi. Und tschüss. Nein. Ja. Er muss ja noch vorher sterben, sonst habe ich es falsch gemacht. Der geht mir aus dem Weg. Und MP. Okay. Ich denke, das geht klar. Und dann hätte ich, glaube ich, den Raum gut abgeschlossen. Ich habe schon fast die Hälfte aller Münzen zusammen. Hey, ein Kaktus. Hey, böser Kaktus. Und Motten, oder was auch immer es für Viecher sein sollen. Bam. Dann nehmen wir noch so einen Bossraum und den räume ich mal jetzt schön leer. Oh nö, bitte. Ah, genau das habe ich befürchtet, dass sie einkrachen. Okay, jetzt heißt mir... Ah, schön verbaut. Nein! Oh Gott. Nochmal. Ja, scheiße. Oh Gott. Wie ist mir gerade ruiniert. Nochmal raus und nochmal neu rein. Okay, Leben, das brauche ich auch gerade. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen knapp dran, aber jetzt geht's wieder ganz gut, zum Glück. Ach, hau ab. Obwohl, die Viecher kriege ich ganz gut hin. Level up. Ist hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Steinmann. Aber ey, immer kurz bevor ich die töte, springen sie runter, als würden sie das schon so geplant haben. Au. Aber da unten warte ich auf sie. Im Prinzip. Oder warten sie auf mich, sagen wir so. Oder warte ich auf sie? Man weiß es nicht, wer auf wen hier wartet. Auf jeden Fall. Ich überlebe. Und sie nicht. Den Wolken. Ach, die verschwinden nach einer Zeit. So war das. Nein! Weg damit. Leben herstellen und... Das ist doch gar nichts. Was soll denn der Scheiß? Dafür muss ich jetzt hier runterfliegen? Ja. Und dann hier... Arsch. Ah, cool. Ein... Sieht mir auch noch ein bisschen so ein
super coolen Stab aus. Ich denke mal, der erhöht meine Magiepunkte oder so. Spaß. Also mein Magic-Angriff. Wirkt sich ja Magie-Angriff eigentlich auch auf die Anzahl der Heilungs-KP-Heilung oder so aus? Weil dafür benutze ich es ja überwiegend. Och nee, ey, jetzt haut schon die Plattform hier wieder. Das hasse ich immer noch am meisten. Whoop. Oh. Oh. Nein. Ach, fuck. Oh, yeah. Durch Zufall doch noch auf den Schatz gestoßen. Aber komme ich von hier aus jetzt wieder... War ich hier hinten? Oh, tatsächlich. Zum Glück bin ich ja wieder runtergefallen. Für den Schatz. Ja. Also, nein. Ah, da fehlt der. Oh Gott. Ja, ja. Ich denke mal, die wichtigsten bleiben immer. Zumindest solange es kein Bossraum ist. Da drin wird einfach auf alles geschissen. Ah, ja. Genauso wollte ich das. War ganz genau einstudiert und geplant. Und hier gibt es ein bisschen Geld. Und da fliegen die Steine auf mich runter, oder? Boah, guck mal, hier bin ich auch ein bisschen sicher. Na komm her. Tötchen halt da oben. Oder ich warte, bis er runterkommt. Aber den will ich auch noch. Na, wo ist er? Komm her. Komm, Stinker. Ey, ey, der springt immer im richtigen Moment hoch. Das ist so mies. Mehr Erfahrungspunkte und... Oh Gott. Ach, fuck. Moment, ja. Ja, ja. Ich kann damit gut klarkommen. Vorsichtig. Und jetzt wird zugeschlagen, bevor der sich... Ja, bevor er genau das nochmal macht. Ja. Schön schlecht gelaufen. Na, mein Freund. Kreist hier um mich rum, weil wir... Ja, genau deswegen. Noch einer. Ich hab alles. Ja, ich hab alles. Und das Level ist erfolgreich abgeschlossen. Ich schätze mal eine halbe Episode. Ein Level. Eigentlich ein ganz guter Schnitt. Neues Equipment. Gut, dass du mich erinnert. Ich hätte es wieder vergessen, ehrlich gesagt. Gut, das Katana ersetzen wir dann durch... Oh. Oh, das ist interessant. 50% weniger Angriffskraft, aber dafür mehr Magie natürlich, wie ich schon vermutet habe. Aber auch MP wird abgezogen durch Angriffe auf die Gegner. Das heißt, ich hätte im Prinzip echt eine Menge davon. Aber ich bin noch eher skeptisch. Ich, es klingt cool, aber ist bald mein Katana. Und hier... Oh, ich hoffe mal, hast du das Geräusch nicht gehört. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ach, ich glaube, das lasse ich mal so hier. Und dann gehe ich in das nächste Level. Und hier erwarten mich anscheinend echt eine Menge Steine. Mitbäusteine. Muss hier runter. Oh, sowas von nicht. Ja, okay. Cool, dass ich ein Achievement dafür bekomme. Aber ich meine, sonst lernt man ja auch nicht draus. Aber dann verschwinden sie. Wenigstens an der Stelle. Okay, teilweise zumindest. Hier auch vielleicht. Ah ne, hier kann ich hoch. Okay. Aber da unten ist nichts mehr, oder? Wäre irgendwie ein bisschen... Ha! Und dafür gibt es auch ein Achievement. Der Typ lebt ja immer auch weiter. Was geht mit dem? Okay, hier ist wieder so eine Stelle. Runter. Ah, yeah. Versteckter Boss-Room. Bitches. Also dann mal rein da. Yeah, da wartet... Da warten diese komischen... Fledermäuse. Die hauen ja von mir ab. Oder auch nicht. Teilzeit-Abhauer. Hier unten gibt's Geld. Na, oh. Ich glaube, die funktionieren wie Buhus ungefähr. Sobald ich weggucke, greifen sie an. Okay, ich habe das Prinzip durchschaut. Krieg 8 KP für 10 Schaden wieder. Na, na, na. Ja. Ah, fuck. Ja, ja, gut. Kein Schaden genommen. Na. Da wartet der extra. So, und den mache ich auch mal ganz schnell. Au. Huck. Alles klar, kein Problem.
der ja. Oh, scheiße. Ich bin das Problem. Das machen wir nochmal besser. Alles klar. Level up. Steht eigentlich auf welches Level wir haben oder so. Wow. Das ging gerade ganz schön ab. Ach, scheiß mal auf den jetzt. Yeah. Mehr KP. Und jetzt geht's wieder nach unten. Und zwar gar nicht mal allzu unweit. Ha. Und weg damit. Ach, jetzt habe ich gar kein Geld ausgegeben eben für irgendwelche neuen Skills, ne? Na, Pech gehabt. Ich hoffe und glaube mal, ich habe ja alles. Okay. Da war jetzt auch eine Menge. Warte, ich gehe nochmal ganz zum Anfang zurück. So, das ist hier, glaube ich, ganz der Anfang, ja? Und dann fange ich von hier nochmal an. Wobei, okay, ich habe ja eh nichts verpasst. Hier ging es nur hoch. Oh, die Kakteen halten schon was aus, ne? Ja. Boah, ey, wie sieht das denn aus? Und weg damit! Und er stirbt noch rechtzeitig. Aber das Ding hole ich mir lieber. Oh, okay. Vergiss das Herz. Weiter rechts auch noch was? Ich hab's vergessen. Ja. Erstmal hier ein bisschen auffüllen. Und dann hier. Stein. Und XP. Und der Typ da. Oh nein. Oh, das hätte böse ausgehen können. Aber ich hab's gepackt. Und nächster Round. Man. Ach, cool. Die Viecher kenne ich auch noch aus Epic Battle Fantasy 3. Ich weiß, also aus dem dritten auf jeden Fall, aber weiß jetzt nicht, ob auch aus den vorherigen noch. Und wieso wurde ich nicht getroffen? Einfach mehr Glück als Verstand. Nehme ich mal an. Whoop. Okay, Mann, ey, Steine. Okay, töte ich die halt einzeln. Sehe ich Steine, das scheint mir. Geht das auch mal weg hier? Ah, ne, ich muss ja warten. Steine scheinen mir irgendwie die schwächsten Monster sogar zu sein. Und die hier sind ein bisschen nervig, immer weil sie sich immer verziehen, wenn ich angreifen will. Ja, okay. Dann hole ich mir. Ah, oh, fuck. Ah, schlechter Zeitpunkt. MP up. Wow, geil. Das ist ein richtig. Ich meine, einen besseren Upgrade kann man nicht bekommen. Ein MP-Punkt mehr. Oh, erstmal heilen. Boah. Zum Glück haben wir ja so viele. Alter. Wieso? Der rennt von alleine. Okay, es geht wieder. Was soll der Scheiß? Der soll es nie wieder machen. Fängt einfach an, von alleine in irgendwelche Richtungen hier zu rennen, wie er gerade Bock hat. War da oben noch mehr? Nö, eigentlich nicht, ne? Der hat ja einen interessanten Angriffsstil. Da geht's weiter, also gehe ich nach oben erst. Geld und oh nö, voll daneben und darf jetzt wieder von vorne losrennen. Oh, klasse. Ach ja. So, so und ich blinke rot, weil mir die Kraft ausgeht. Einmal kann ich es mir noch gönnen. So, genau wo der Pfeil hin zeigt. Ja, genau. Ah. Ui. Oh, warte, da unten war doch noch was. Tatsächlich, da unten kann man auch noch lang. Hey, Steine. Und er geht drauf und sein Kollege auch. Wow. Aus dem Nix kommen sie hier einfach und greifen mich an. Aber wir haben... Alter, noch einer. Okay, nix hier rein hier. Schnell raus. Rein. Irgendwo hin. Warte mal, was? Ah, nach links. Okay. Nein. Ach, da muss ich schon richtig gut... springen und das schaffe ich nicht. Okay, Mann. 20 KP habe ich durch diesen Spaß verloren. Na, komm her.
Den mache ich locker. Au! Was? 22 Schaden? Der ist ja bescheuert. Wieso so viel auf einmal? Ja, komm her. Das Problem ist ja immer bei mir, dass ich zu offensiv spiele. Das weiß ich und ich sehe mich trotzdem nicht dazu bereit, es zu ändern. Na dann, warte, lass ich mal herkommen. Ich will weiterhin offensiv spielen. Ja, beschlossene Sache. Na, die hau ich auch noch weg. Perfekt. Jetzt habe ich nur gar keine MP. Oh, hat sogar eine Animation. No MP, no MP, no MP. Und da. Cool, jetzt haben wir wieder ein MP. Und yes, genau noch richtig rübergesprungen. Und da gibt es zur Belohnung einen neuen Helm. Yeah. Hat sich ja richtig gelohnt. Und jetzt darf ich hier weiter. Okay, nicht so ganz, wie ich dachte. So, hier oben. Dann hier oben und dann hier oben. Und da gibt's Geld. Okay, Level. Ich denke mal, Level up erhöhen dann meine Angriffskraft, ne? Also, schwer zu sagen gerade. Was ist denn sonst eigentlich? Also, KP nicht. MP sowieso nicht. Irgendwas müssen die ja wohl stärker machen. Ist ja nicht umsonst. Okay, Mann, hier gibt's einen Schatz. Und da ist das Ziel, aber ich will nicht ins Ziel. Ich will noch 2 Truhen und 5 Münzen. Und die gibt es da oben. Hoffe ich mal. Wäre blöd, wenn ich was verpost hab. Na komm her. Und gib mir dann fettes Leben. Yeah. Also man merkt schon, die Level werden inhaltlich schon echt länger. Werden nicht mal eben so in 3 Minuten durchgemacht. Na, komm. Ah ja, ich muss mich umdrehen. Stimmt, habe ich ganz vergessen. 5 Münzen bitte. Danke. Oh Scheiße, wo ist denn der letzte Schatz? Nein, ich habe einen verpasst oder wie? Das ist ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Warte, ich gehe nochmal. Nein. Kann ich zurück? Ja. Habe ich irgendwas übersehen? Ich gehe jetzt mal das ganze Level ab. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Fuck. Vielleicht habe ich doch ein kleines Problem damit. Aber irgendwo muss ich doch eine Schatztruhe übersehen haben. So, hier. Oh, nee, ey. Und ich bin so ein Lappen. Ich springe natürlich genau daneben. Hier ist nichts. Warte, ich gucke nochmal im letzten Abschnitt. Weil da halte ich es eigentlich noch für am wahrscheinlichsten. Irgendwo muss noch was sein. Und das zögert sich richtig schön hinaus. Fuck. Hier war nix. Das ist jetzt die Frage. Das ist das Ziel? Ach da, nee, doch nicht. Oh Mann, ich habe mich schon voll gefreut. Dreck, Dreck, Dreck. Wo ist die letzte? Ich habe es übersehen. Ich hoffe, man konnte es nicht im Video sehen, wo die ist. Sonst müsste ich mich schämen. Hier auch nicht. Aber da ist ja auch nichts mehr, ne? Es muss also woanders sein. Da oben habe ich auch schon geguckt. Okay, gehen wir auf die Suche. Wieso nicht? Ich meine, die Zeit haben wir ja. Überziehe ich einfach. Kein Problem. Hier ist er nicht. Wo ist denn ein dieser Bossräume? Würde ich natürlich auch nicht komplett ausschließen können. Hier ist nichts. Da unten vielleicht, aber da war ich ja auch, ne? Da ging's zurück. Ah ja, hier ist ja das Anfang. Das Anfang, oh Gott, ich bin so ein Opfer. Alter. Das Anfang. Na, das Anfang wird niemals so revolutionär wie Degeret. Niemals. Und ich bin... Okay, das ist der Anfang. Hier ist der Anfang des Levels. So, jetzt gehen wir mal ganz
logisch hier durch. Also, oh, ja. Genau. Fuck. Mir gehen die KP aus. Ah, ich habe nicht mehr viel übrig. Und kann mich auch nicht mehr auffüllen, weil meine MP. Naja, leer sind. Also hier habe ich jetzt auch geguckt, ja? Es muss also in einem Bossraum sein, denke ich. Oh, warte. Nein! Oh, was mache ich denn da? Okay, ich gucke hier drin jetzt. So, Auto-KP-Regeneration wäre natürlich auch eine echt coole. Och, da unten. Okay. Wie konnte ich den übersehen? Eigentlich. Dem ich einfach nicht hingeguckt habe. Oder wie? Hier haben wir es. Mehr Erfahrungspunkte. Okay, jetzt muss ich noch heil hier raus. Ohne. Naja. Drauf zu gehen. Ging man hier drauf? Nein. Gerade noch so nicht. Okay, den Weg hier raus kennen wir eigentlich. Warte ich hier einfach noch. Und dann mache ich den hier und das hier und. Wow, das war knapp. Aber noch gekonnt hinbekommen. Und dann jump ich hier und da und hier und jenes und hoch und hoch und hoch und hoch und. Warte. Yay! 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 Und so weiter. Alles klar, Mann. Letzter Raum. Den rushen wir jetzt auch noch durch, weil ich glaube, der war noch nicht mal so schwer. Ist recht, wenn ich hier oben einfach lang gehe. Da unten war schon das Ziel. Yeah! Geschafft! 100% bis jetzt. Bitches! Equipment ist wieder da. Stimmt, neuer Hut. Was kann der Hut? Mehr KP. Oh. Oh, nee. Also richtig viel Angriffskraft, aber ich kann gar keine Magie mehr nutzen. Das wäre ordentlich blöd. So, dann sind... Ja. Nee, das will ich natürlich nicht. Ich meine, das wäre schon cool, aber... Mh, nee. Behalten wir lieber den hier. Oder was konnte der nochmal? 40 KP extra, ne? Genau. Da haben wir uns dann für den hier entschieden. So war das. Ja gut. Bleibe ich so. Und ich will mal ein neues Shirt hier haben. Irgendwas, was noch cool ist oder so. Gut, wobei... Hm. Ich nehme mal wieder das hier, weil eigentlich auf diesen einen extra MP-Punkt kann ich eigentlich schon verzichten, jetzt wo ich ja sowieso mehr habe. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Habe ich immerhin mehr KP und Angriff und so. Und dafür heile ich noch mein Aufrüsten. Was? Keine Ahnung. Nächstes Mal in das Level. Oh, die Feature kennen wir auch noch aus Epic Battle Fantasy. Alles klar, Mann. Tschüss.